Hier in Südfrankreich wurde Picasso 1973 begraben. Aber der Einfluss, den er auf die Kunst unseres Jahrhunderts hatte, lebt weiter. Sein Leben ist zu Ende, auch sein Werk. Man kann beginnen, es als Ganzes zu betrachten. Es ist etwas ganz anderes, Picasso in den 80er Jahren zu begegnen, als in den 20er Jahren, nicht wahr? Natürlich. Picassos Nachlass gehört jetzt zu unserem westlichen Erbe. Die Aufgabe, es zu bewerten, ist eine enorme Herausforderung. Aber es ist schrecklich schwierig, irgendwelche Regeln über Picasso aufzustellen. Das ist es auch, was an Picasso Spaß macht. Seine Unverschämtheit, sein Mut, das ist unschlagbar an ihm. Es gibt niemanden, der seine ganze künstlerische Persönlichkeit so verschiedenartig und schnell ändern konnte wie Picasso. Wie hat Picassos Vielfalt die Kunst unserer Zeit beeinflusst? Andere Künstler finden keine gemeinsame Antwort auf diese Frage. Doch, er war sicherlich das Symbol für die Freiheit. Das Symbol für die Kühnheit innerhalb des Tuns. Nicht nur bei den Künstlern, sondern auch innerhalb der Bevölkerung. Die Persönlichkeit von Picasso ist ja tatsächlich bis an die Basis gegangen, könnte man sagen, sodass jeder Mensch ihn kennt. Er war auch das Symbol für die Moderne überhaupt. Ich werde über seine Kunst sprechen, wobei ausgewählte Werke den Eindruck des Ganzen vermitteln sollen. Aber viele werden sagen, dass das Werk nur im Zusammenhang mit Picasso, dem Künstler, gesehen werden kann. La connaissance de son œuvre a été tout à fait gênée, à mon avis, et occultée par le mythe. Sein Werk wurde von dem Mythos des Menschen, der er war, in den Schatten gestellt. Die Machtposition, die er innehatte, war quälend für seine Zeitgenossen, weil er nicht nur die Kunstszene beherrschte, sondern auch den Markt. Für jüngere Maler war das ein Problem. Ich glaube, dass man sich vor Picasso gefürchtet hat. Er hat mehrere Generationen von Malern völlig erdrückt. Er war ein Mensch, der die Malerei, die Geschichte der Malerei und auch die gegenwärtigen Künstler aufsaugte. Ich habe unter dem Mythos von Picasso gelitten und ich bin nicht der Einzige. Eines ist sicher, ich habe es sehr stark empfunden, auch in meiner Umgebung. Wir haben mit einer gewissen Ungeduld gehofft, dass Picasso sterben würde. Seine Persönlichkeit war wie ein Gitter zwischen uns und seinem Werk. Erst nach seinem Tod war das Gitter weg. Pour que ce côté disparaisse. In den letzten Jahrzehnten seines Lebens begann Picasso eher in die Vergangenheit als in die Zukunft zu blicken. Immer häufiger waren seine Arbeiten Zwiegespräche, nicht nur mit den alten Meistern Velázquez und Rembrandt, Cranach, Manet und Delacroix, sondern auch mit Picasso, mit sich selbst. In der Tat scheint er auf sein eigenes Werk mit der Überzeugung zurückgeblickt zu haben, dass es seinen Platz in der Schatzkammer abendländischer Kunst erworben habe, zum abendländischen Erbe gehöre und den Weg zum persönlichen Gespräch mit dem Picasso der Vergangenheit eröffne. Es ist beinahe, als weise er uns den einheitlichen Pfad, der durch sein so differenziertes Werk läuft. Die geheimnisvollen Züge dieses 1964 entstandenen Modells für eine große Skulptur scheinen die Synthese tausender von Variationen des menschlichen Körpers zu sein, der vielen Frauen in seinem Leben und seinem Werk. Das Modell führt uns durch das Kaleidoskop seiner Stilarten zurück zu seinen Experimenten mit dem Kubismus und der Collage.
Trotz der Größe, mit der er Chicago als Freiheitsstatue dienen könnte, wirkt Picassos Kopf einer Frau, als ob ein Windstoß ihn hinwegwehen könnte wie einen Papierdrachen. Wäre dies möglich, würde er uns vielleicht zurückführen zum Ausgangspunkt des Lebens dieses großen Mannes. Picasso's life began in 1881 in Malaga in southern Spain. Picasso wurde 1881 in Malaga geboren und fing schon als Kind an, zu malen und zu zeichnen. Sein Vater war ein anerkannter Maler, der sich auf Tauben spezialisiert hatte. Es dauerte nicht lang, bis dieses größte aller Wunderkinder der Kunstgeschichte ihm entwachsen war. Er reiste durch Spanien und lernte mit legendärer Begabung alles, was Akademien ihm über die Techniken der alten Meister beibringen konnten. Was er sah, nahm er mit der Vehemenz eines Rituals in sich auf. Mit 19 sehnte er sich nach weiteren Horizonten. Im Café Quatre Gats in Barcelona hörte er von Nietzsche, Wagner, Gauguin, Van Gogh. And so it was no surprise that the year 1900 would find him crossing the Pyrenees to Paris. Es ist nicht verwunderlich, dass er im Jahr 1900 über die Pyrenäen nach Paris zog, wo die Weltausstellung stattfand, Ausdruck des großen Optimismus beim Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert. Noch war es nicht so weit, dass aus Picasso Picasso wurde. Als ob er seinen Instinkt in Spanien zurückgelassen hätte, schaute er sich um und passte sich an wie ein Chamäleon. Er konnte sich den Stil von Toulouse-Lautrec aneignen. Ebenso wie den von Degas. Oder irgendeinem der anderen impressionistischen Meister, die in Paris arbeiteten. Und das Erlernte vermischte sich mit seiner akademischen Ausbildung und seinem spanischen Erbe. Der Weg zu seiner eigenen Vision lag vor ihm. It was not in fact until 1901 1901 dann begann er den Stil zu entwickeln, der der Nachwelt, ja beinahe jedem Kind, als blaue Periode bekannt ist, so dass man heute sagt, das ist Picasso. Die Farbe Blau deutet eine weltfremde Atmosphäre an, den Verzicht auf Freuden und Luxus. Die Modelle, die Picasso sich während der blauen Periode ausgesucht hat, sind beinahe immer die Ärmsten der Armen. Menschen, die Picassos eigene Armut zu dieser Zeit widerspiegeln, die Ausgestoßenen und Außenseiter der Gesellschaft. Als Picasso 1904 hierher zog, hatte Montmartre schon eine etablierte Tradition. Schon damals hatten sich viele Künstler hier angesiedelt. Im Bateau-Lavoir, einem Gebäude, das aus Ateliers bestand, ging die Tradition bis auf Gauguin und Van Gogh zurück. Es ist nicht mehr viel übrig vom Bateau-Lavoir, außer der Legende. Hier war Picasso arm, wirklich arm. Das Bateau-Lavoir muss faszinierend gewesen sein. Es war so gebaut, dass es jeden Augenblick abstürzen konnte. Direkt am Montmartre, so dass man von oben hineinging. Picassos Atelier war im obersten Stockwerk, man ging geradeaus hinein. Es wird wohl ziemlich klein gewesen sein und voller Bilder. Packed with pictures, and he made friends with the French poet Max Jacob. Er freundete sich mit einem französischen Dichter an, Max Jacob, der ihn von Anfang an verstand. Die Freundschaft weitete sich auf andere Dichter aus, insbesondere auf Guillaume Apollinaire.
der einen ebenso großen Einfluss auf Picasso ausübte wie Picasso auf ihn. Poetry certainly was extremely important to him. Für Gedichte war Picasso besonders empfänglich und sie bedeuteten ihm viel. Manchmal erregte ein einziges Wort seine Fantasie und wurde zum Anstoß eines Bildes. Wenn Apollinaire oder Max Jacob das Bild sahen, konnte es sein, dass sie es ganz anders auslegten. Wahrscheinlich waren Apollinaire und Max Jacob die ersten Dichter, die ihm mit ihren Worten ein Bild von sich selbst gaben. Diese beiden entdeckten gelegentlich Absichten in seinen Bildern, die er vielleicht gar nicht gehabt hatte, was ihn überrascht haben muss. Ich würde sagen, dass ihn diese Gespräche manchmal zum nächsten Bild inspirierten. So fand er zum Beispiel den Übergang von der einfachen Darstellung des Repas Frugal oder eines blinden Gitarrenspielers zu dem Bild, das wir als Saltimbanque, die Gaukler, kennen. Ende 1903 ist diese durchdringende Melancholie in Blau beinahe verschwunden. Und 1904, 5 bringen einen neuen Farbton, der der Rosa-Periode in Picassos Werk seinen Namen gegeben hat. Bei der Betrachtung von Picassos frühen Werken bis 1906 ist die Frage berechtigt, ob er zu dieser Zeit im Hauptstrom der modernen Malerei mitschwamm. Dieses Bild malte er im Sommer 1905, kurz vor dem großen Salon der Fauve im Herbst dieses Jahres. Hierfür hatte sich eine Gruppe Pariser Maler zusammengetan, wie Matisse, Derain, Flaminck, in deren Bildern die Farben des Regenbogens explodierten. In dieser Hinsicht zumindest war die Arbeit von Picasso etwas isoliert von dem, was an bedeutender Malerei in Paris geschaffen wurde. Somewhat apart from the major action in Paris. In vielen der Bilder, die Zirkusfamilien darstellen, scheint aus der blauen Periode etwas jugendlich schüchtern Zurückhaltendes zurückgeblieben zu sein. In anderen geht, psychologisch gesehen, beinahe gar nichts vor. Die Figuren haben eine Art Neutralität erreicht, einen Augenblick der Stille, der, wie so oft bei Picasso, nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Denn innerhalb von knapp 2 Jahren wird Picasso die weltbewegenden Demoiselles d'Avignon malen. Mais ça n'est pas un surgissement violent, les Demoiselles d'Avignon. Quand on regarde le développement de la période rose. Die Demoiselles d'Avignon waren kein plötzlicher Ausbruch. Wenn man die Entwicklung der Rosa-Periode verfolgt, die Verformung der Formen, die Stilisierung, ist das alles nur eine Vorschau auf dieses Bild. Eines Tages lud Picasso seine Freunde in sein Atelier ein und zeigte ihnen die Demoiselles. If anybody took a vote about which painting was the first real. Wenn jemand sich die Mühe machte, eine Abstimmung zu veranstalten, welches wirklich das erste Gemälde des 20. Jahrhunderts sei, nehme ich an, dass das Ergebnis einstimmig wäre. Die Demoiselles d'Avignon von 1907. Auf den ersten Blick war das Bild so ungeheuer hässlich, so bestürzend, dass beinahe niemand, auch die aufgeschlossensten Künstler nicht, damit fertig wurden. Man sagt, dass Matisse dem Bild mit grimmiger Feindschaft gegenüberstand. Braque war gerade von einer Reise nach Lestat zurückgekehrt und die Grausamkeit des Bildes veranlasste ihn zu der berühmten Bemerkung, es ist, als zwänge man uns Petroleum zu trinken und dann ein brennendes Streichholz zu schlucken. That's an extraordinary picture. Es ist ein außerordentliches Bild. Gewissermaßen beginnt damit der Kubismus. Ich kann mich nicht in den Künstler versetzen, der das Bild gemalt hat. Wie war das 1907 möglich? In fact, if you look at details of the painting,
Ja, wenn man die Details anschaut, erkennt man das Klecksen und Spritzen der Farben, das sozusagen die Maltechnik der abstrakten Expressionisten der späten 50er Jahre vorwegnimmt. Die Demoiselles hatten einen Einfluss auf die amerikanische Malerei, ganz bestimmt. Ich weiß, dass es Pollock ganz besonders beeinflusst hat. Er hat es oft und konzentriert angeschaut. Pollock sagte, es ist voller Stoff, voller Stoff. Wenn ich es auf ein Bild reduzieren will oder auf eine bestimmte Zeit, dann wäre es für mich der Kubismus oder das Bild, die, wie heißt es, Demoiselle d'Avignon. Das ist ein richtiges Schlüsselbild. Was dann, ja, weil es so neu war damals und den ganzen Kubismus eingeleitet hat, das ist ein sehr starkes Bild. Und es ist erstaunlich, dass ein Bild so viel vermag. Die Ursprünge dieser revolutionären Komposition sind verschiedenartig. Frühe Studien beweisen eindeutig, dass eine Bordellszene konzipiert war mit dem Kunden, der später entfernt wurde. Wie das Bild jetzt ist, sind wir selber die Kunden und sehen das Gemälde, wie Picasso Anfang des 20. Jahrhunderts eine pornografische Fotografie gesehen haben mag. Das Hehre inspirierte Picasso genauso wie das Abgründige. Gewissermaßen folgte er auch dem Beispiel von Ingres, der seine sinnlichen weiblichen Akte vor dem Hintergrund exotischer Harems malte, um die Prüderie des 19. Jahrhunderts nicht herauszufordern. Es ist bekannt, dass Picasso stilistische Inspiration in den künstlerischen Traditionen anderer Länder suchte. Die Züge der im Mittelpunkt stehenden Figuren zum Beispiel können auf die derben klassischen Statuen der Iberischen Halbinsel zurückgeführt werden. Und dann natürlich diese grotesken Figuren auf der rechten Seite des Bildes. Da ist ein starker Einfluss afrikanischer Skulpturen, magischer Skulpturen. Magic sculpture. Da hat er entdeckt, was man wahrscheinlich als barbarische Ausdrucksweise bezeichnen könnte, eine sehr direkte Ausdrucksweise. Das Auge zum Beispiel hat er so eindringlich gezeichnet. Man spürt, dass eine völlig neue Sprache für Form und Raum entstanden ist, sodass man kaum den Unterschied zwischen einer festen Form wie dieser hier und dem, was in der Leere zwischen ihr und den nächsten Figuren geschieht, erkennen kann. Das Überwältigende ist, dass diese Sprache, in der das Bild gemalt ist, das Hauptthema des Bildes zu sein scheint. Und in der Tat bietet uns dieses Bild sozusagen die vollständige Voraussetzung, die komplette Basis für eine neue Sprache der Form, die dann immer weiter zergliedert und zusammengefasst wurde in dem Vokabular, das wir als Kubismus kennen. Am Anfang war der Kubismus wie eine Explosion in Zeitlupe, eine Explosion der scheinbar stabilen Masse der Wirklichkeit. Auf einer Reise nach Spanien 1909 analysierte Picasso mit äußerster Konzentration die Formen, die er sah. In 1908 und 1909 sprach das Werk Picassos eine robuste Sprache elementarer Massen und Formen. Aber wer nun den Kubismus erfand und wann, darüber wird ewig weiter diskutiert werden. Picasso allein war es nicht. Mit Sicherheit wurde seine Vision von den lose schwebenden Ebenen des damals schon verstorbenen Cézanne beeinflusst, in dessen künstlerischer Laufbahn man sagen könnte, dass sie dem Punkt zustrebte, an dem Picasso jetzt stand. Und die langsame Explosion wurde genährt von den Besuchen, die sich Picasso und sein Nachbar Georges Braque gegenseitig abstatteten.
Ich kann nicht beurteilen, ob Picasso oder Braque den Kubismus erfunden hat. Ich ziehe es vor, zu glauben, dass es eine gemeinsame Erfindung war. It is very difficult for the sharpest cubist connoisseur. Selbst für den gewieftesten Kenner, sogar wie man sagt für Picasso und Braque selber, war es schwierig, den Unterschied zwischen ihren Arbeiten wahrzunehmen. Ungefähr 1910 und 11 sahen sich ihre Bilder zum Verwechseln ähnlich. Many of their works really look interchangeable. It's a phenomenon, in fact, that occurred earlier. Dieses Phänomen war schon einmal in der Geschichte der modernen Kunst aufgetreten, während der Blütezeit des Impressionismus, als Meister wie Renoir und Monet von derselben Stelle aus Bilder malten, die beinahe gleich aussahen. Braque selbst hat einmal gesagt, dass er und Picasso aneinander angeseilt waren wie Bergsteiger. Und wenn man eine Reihe dieser Bilder von Braque und Picasso betrachtet, hat man das Gefühl, dass keiner der beiden Künstler wirklich wusste, auf welchem Wege er oder der andere sich befand. Die Sprache wurde immer eigenartiger und schwieriger, beinahe so, als genüge einer nicht, als wären zwei Künstler notwendig, um die Kunst zu erfinden, aus der die Sprache der Kunst des 20. Jahrhunderts entstehen sollte. Cubism is the Ich würde sagen, dass der Kubismus die Quelle ist, die grundlegende Disziplin. Er ist eine Art Wertmesser, das Grundprinzip aller hochentwickelten abstrakten Malerei, aller hochentwickelten abstrakten Skulptur. Viele der Worte, die wir gebrauchen, um den Kubismus zu analysieren, erwecken einen kalten, formellen, mathematischen Eindruck. Gleichwohl, wenn wir uns dazu bringen, so zu sehen, wie Picasso im Jahre 1910 die Dinge gesehen hat, spüren wir etwas Geheimnisvolles, einen Hauch von Dingen, die auftauchen und verschwinden, wie aus der Tiefe der Erinnerung. Beobachten wir zum Beispiel, was Picasso tat, als er das Porträt eines deutschen Kunsthändlers Wilhelm Uhde malte. Diese kubistischen Bilder erinnern uns an die Jahre von Monets Spätimpressionismus, als Kathedralen, Heuhaufen oder wilde Lilien geisterhaft hinter den bemalten Oberflächen lauerten. Bei Picassos Arbeit handelt es sich, wie üblich, um die Transformation von Formen, die stattfindet, wenn die Außenwelt auf das innere Auge stößt. Die Wirklichkeit wird zermahlen, aber sie geht nicht verloren. Während seiner kubistischen Periode, als seine Werke sehr beherrscht, sehr geometrisch und sehr begriffsabstrakt erschienen, hat Picasso immer gesagt, das wäre für ihn nur das Mittel zu einem Zweck, der viel ekstatischer war. Wenn man beispielsweise einen Kristall betrachtet, die Kristallformation eines Amethysten, so entfernt man sich von der Natur und gerät in eine Art Ekstase, in einen Taumel. Wo das Auge auch auf diesem Bild landet, wird es einem plötzlich klar, dass das, was man zu sehen glaubt, im Widerspruch zu etwas anderem steht. Diese rechteckige Form, die die Struktur des Kamins andeutet. Einerseits ist sie hinter Udes Kopf, andererseits geht sie in das Ohr über, sodass sie vor unseren Augen die Ebenen wechselt. Die Folge für die traditionelle Perspektive ist verheerend. The effect on traditional perspective is absolutely devastating. Am Anfang des Jahrhunderts, also die deutschen Expressionisten, die blauen Reiter, dass sein Kubismus Einfluss hatte auf die Deutschen, das glaube ich. Und danach auch, aber da bin ich überfragt. Der Einfluss ist so indirekt, der ist so wie selbstverständlich da, der Einfluss. Ich kann ihn nicht nachweisen, dass bestimmte Künstler unter einem ganz bestimmten Einfluss standen. So wie bei den russischen Konstruktivisten, die in Paris waren, Picasso besucht haben und dann das weiterentwickelt haben, den praktisch radikalisiert haben, diesen Kubismus.
Malevich. Aber Deutschland hat ja da auch eine besondere Rolle gehabt, durch die Nazi-Zeit und dann in der DDR noch fortsetzend ein Klima gegen moderne Kunst. Meiner Meinung nach ist die Entwicklung des Kubismus ebenso wichtig, wie es die der Perspektive war. Seit der Renaissance ist die Perspektive nicht wegzudenken. Beide wurzeln in der grundlegenden Wahrnehmung. Und mir scheint, dass der Kubismus unsere Zeit durchdrungen hat, die Künstler, deren Arbeit vom Kubismus beeinflusst ist, ebenso wie die, die verzweifelt suchen, sich vom Kubismus zu entfernen. Ich glaube, dass der abstrakte Expressionismus sich teilweise der Aufgabe gewidmet hat, den Einfluss des Kubismus loszuwerden und trotzdem einen starken kubistischen Einfluss beibehalten hat. Und ganz am Anfang hätte Pop ein Bestreben sein können, sich ebenso vom abstrakten Expressionismus wie vom Kubismus zu lösen. Braque und Picasso sind intuitiv vorgegangen, was ja auch in der Kunst wirklich das einzig Mögliche ist. Was man auch im Voraus plant oder während die Arbeit fortschreitet, im Endeffekt entscheidet die Intuition, ob es gut oder schlecht ist, ob was der Künstler macht, klappt oder nicht klappt. Picasso hat damals schon so gearbeitet, nur dass es jedes Mal klappte. Jedes Bild war perfekt. Ich halte das für eine der bemerkenswertesten Episoden der Kunstgeschichte. Es ist einer der Gemeinplätze der Picasso-Kritik, dass der Meister immer Realist war. Tatsächlich kehrte die Wirklichkeit 1912 schlagartig in die Sprache des Kubismus zurück. Lauter Kram, den man auf den Müll werfen würde, wurde plötzlich Rohmaterial für eine neue Art von Kunst. Diese Collage aus dem Jahr 1914 ist ein besonders witziges Beispiel. Man darf nie vergessen, wie witzig viele dieser Bilder sind. Und hier wirft sich Picasso quasi als Zauberkünstler in die Brust, weil er aus beinahe nichts ein Stillleben fabrizieren kann. Da ist ein billiges Tapetenmuster, das jeden ärgern würde, der sich die Mühe gemacht hat, einen dekorativen Hintergrund zu malen, wie zum Beispiel Cézanne oder Matisse im späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Und dann als Gipfel der Beleidigung hat er es gewagt, unten im Bild seinen Namen auf ein nachgemachtes Namensschild zu setzen, als ob er das Bild dem Louvre zugewiesen hätte. Ich glaube, dass Braque der Erste war, der um 1910 gedruckte Buchstaben in seinen Bildern verwendete. Das war der Ursprung der Collage. Mir scheint, dass Picasso die Bedeutung sofort erkannte. Druckbuchstaben betonen die Flachheit der Bildebene. Und als nächstes nimmt man Zeitungsschnitzel oder vorgetäuschte Strukturen und so weiter her. Und damit ist der Fall dann erledigt. Das bringt den Beweis, dies soll die tatsächliche, nüchterne Oberfläche des Bildes sein. Und Collage war der Wendepunkt im Kubismus. Eine Folge der Erfindung der Collage ist das Gefühl, dass ein Bild zuerst auf einen flachen Hintergrund gebügelt wird, aus dem dann die Figuren herausspringen wie in Kinderbüchern, aus denen sich Pappfiguren erheben, wenn man sie öffnet. Diesen Stil trieb Picasso voran in den Konstruktionen, die er 1912 mit absolut revolutionären Resultaten begann. Er setzte sich von dem Monolithen ab, dem großen Steinblock, der während Jahrtausenden der Ursprung jeder Skulptur gewesen war, nicht nur im Westen. Der afrikanische Bildhauer nimmt einen Baumstamm her und flacht ihn irgendwo ab. Und da, wo er ihn abgeflacht hat, ist der Ausgangspunkt von dem, was er dann macht. Gewissermaßen hat Picasso das übernommen. Und weil er die Materialien benutzt, die er ausgesucht hat, Papier und Blech, vermittelt er eine Art Lockerheit, Transparenz und Offenheit. Und deshalb, behaupte ich, konnte er plötzlich zum Beispiel eine Gitarre nehmen und sie in ihre Bestandteile auflösen.
Das war so etwas wie der Anfang der modernen Skulptur, der Ausgangspunkt der modernen Skulptur. Der russische Konstruktivismus entstand daraus. Giacomettis Vorkriegsskulpturen gehen darauf zurück. David Smith hat alles daraus geschöpft und nach Smith Carroll. Er hat meine Arbeitsweise erfunden. Wenn man sagt, Skulptur des 20. Jahrhunderts, dann ist der große Wendepunkt Picasso 1912. Nach dem Ausbruch des Weltkrieges 1914 gingen die kubistischen Jahre ihrem Ende entgegen. Darüber, ob diese Zeit Picassos beste war, wie manche meinen, kann man leidenschaftlich diskutieren. Aber die Kraft der Explosion, die stattgefunden hatte, hallt noch nach. Man könnte sagen, dass in späteren Jahren Picasso selbst von seiner kubistischen Periode beeinflusst wurde. Zum Beispiel seine späten Skulpturen, aus ausrangierten Kinderwagen und Spielzeugautos zusammengesetzt, stammen aus dem Konzept der Collage. Die Schockwellen der Explosion gingen auf erstaunlich verschiedenartige Weise in das Werk anderer Künstler über. Nachdem ich schon jahrelang meine eigenen Skulpturen geschaffen hatte, begann ich, mich mit Fragmenten und Wandreliefs zu beschäftigen. Und es gab da gewisse Probleme, die ich lösen musste. Bei einer Arbeit, die ich Picassos Stuhl nannte, benutzte ich eine 1933 entstandene Radierung, die Picasso für die Vollard Suite gemacht hatte, als Entwurf für eine eigene dreidimensionale Skulptur. Ein ziemlich realistisches Mädchen mit der Hand auf der sonderbaren Erfindung von Picasso, einem Stuhl, geformt wie eine Frau voller kubistischer und surrealistischer Aussage. Zu meinem Erstaunen und Entsetzen stellte sich heraus, dass die Struktur von selber stand. Für mich der Beweis seiner unheimlichen visuellen Fassungskraft und dafür, dass das, was ich über die kubistische Theorie erfahren hatte, zutraf. Der Anfang ist eine flache Ebene vor einer Wand und daraus kommt eine Reihe von seichten, flachen Ebenen auf mich zu. Das ist es, worum es bei Picassos Kubismus ging. Ich habe zum Beispiel das Gedicht von Wallace Stevens illustriert, in dem er gleich am Anfang von einem Bild von Picasso spricht. Stevens benutzt die Worte Blau und Gitarre, um die Fantasie anzuregen. Und in dem Gedicht geht es um die Fantasie und ihre Kraft. So habe ich ein wenig gespielt, Picasso, wenn man so sagen kann, zitiert. Fabelhaft, dass das Gedicht gleich mit diesem fantasievollen Künstler beginnt, der einem den Anstoß gibt, sich selber eine Menge Sachen auszudenken. Ich halte diese für schwächer, sie sind unbedeutender. Und ich glaube, der Grund ist die Farbe, die ihm Schwierigkeiten macht. Die gleiche Periode, die Zeichnungen sind unverändert gut. Sie sind immer noch hervorragend, diese Zeichnungen. Also, nachdem der Kubismus Ermüdungserscheinungen zeigt, hält er immer noch das Niveau. Er fällt ein wenig ab und dann erholt er sich wieder. Beim Gang durch die Ausstellung könnte man sagen, der Junge ist fertig, aber das war er keineswegs. Man denkt, er sei fertig, aber dann geht man in den nächsten Raum und er hat sich wieder erholt. 1917 lernte Picasso die russische Ballerina Olga Koklova kennen. Bald darauf heiratete er sie und ließ sich durch ihre gesellschaftlichen Ambitionen zu einem bürgerlichen Lebensstil verführen. Der Wechsel in seinem Leben, wie das bei Picasso immer war, spiegelte sich in seiner Kunst. Ich glaube, dass er nach dem Kubismus in Schwierigkeiten kam. Ich halte ihn für einen ungeheuer intelligenten Mann. Und da ist er nun, dieser eher skulpturorientierte Künstler, hin und her gerissen zwischen zwei Möglichkeiten, dem Flachen, der Flachheit und der Skulptur.
So kommen wir zu diesen flachen, sehr dekorativen Bildern. Und danach eine kolossale Wendung. Als ob er sich selber sagte, aber das will ich ja gar nicht. Zu diesem Zeitpunkt ist er wie schizophren. Und dann beginnt er, diese skulpturartigen Gefäße und Damen und anderes zu malen. Ich glaube, dass diese Situation in seinem Leben immer wieder aufgetreten ist. Dieses Hin- und Hergerissensein zwischen der Flachheit, die ihn in Richtung Dekoration, Bilder ohne Aussage, und der Skulpturhaftigkeit, die ihn zu einer skulpturhaften Malerei führte. Während seiner langen Karriere, beinahe 80 Jahre, hat Picasso den Dialog mit dem klassischen Altertum immer aufrechterhalten. Manchmal sehr diskret, manchmal, wie bei diesen Bildern und Zeichnungen, die er in den Jahren vor und nach 1920 ausführte, ganz offen in der Bemühung, den Geist der griechischen und römischen Kunst wiederzubeleben. Bei den Bildern in diesem Raum gewinnt man beinahe den Eindruck, als handele es sich um die zeitgemäße Neuschöpfung der Welt von Pompeji und des Herkulaneums. Der Kubismus schlägt ein sehr, sehr schnelles Tempo an, eine Art improvisierte, abgehackte Annäherung an das Thema, wie ein Staccato. Plötzlich fühlt man ein Nachlassen der Geschwindigkeit, eine Art Largo, als ob diese Bilder die Zeit zum Stillstand gebracht hätten, als ob sie zu einer großen, alten Zivilisation gehörten. As if they were some ancient relics of an old great civilization. Why did Pablo want, let's say, Warum wollte Pablo immer etwas erreichen, das erkennbar war? Das ist etwas sehr Wichtiges in seinem Werk, worüber immer diskutiert wurde. Warum beschritt er zum Beispiel nach dem Kubismus nicht den gleichen Weg wie Mondrian in eine völlig abstrakte, rein formelle Kunst? Nun, Picasso ist ja sehr weit gegangen in Abstandnahme zum Naturmotiv, nicht? Wenn ich die kubistischen Findungen von Picasso sehe, also seinen Kubismus sehe, dann sehe ich also einen genauso großen Abstand von der Natur als in manchen Bildern von Mondrian. Aber ich glaube, der Mensch, der eine wirkliche Fähigkeit auf dem Gebiete der Plastik und der Malerei entwickelt, der wird von vornherein eine große Fähigkeit der Wahrnehmung der Natur haben. Denn ohne diese Natur, das heißt ohne die Wirklichkeit, in der der Mensch lebt, ist, glaube ich, alles eine kalte Abstraktion und entwickelt sich zum Todespole hin. Also tendiert zum reinen Formalismus. Dass Picasso also diesen großen Zusammenhalt noch hat zu all diesen Kräften von Natur und älteren Kulturen, die ebenfalls mit der Natur gelebt haben, ja, noch viel intensiver, ganz im Einklang standen mit der Natur. Das weist ihn aus als eine Figur, die aufmerksam machen kann auf das Hauptproblem, vor dem wir stehen. Also zu einer noch tiefgreifenden Transformation zu kommen, als eben nur zu der Transformation innerhalb der Disziplin Malerei, Skulptur. My surmise is that Ich gehe davon aus, dass sich Picasso danach sehnte, wieder zu modellieren, sich nochmal darin zu versuchen, nach Herzenslust auch zu früheren Phasen seiner Entwicklung zurückzukehren. Und da hatte er seinen Spaß. Und außerdem malte er ein paar verdammt gute Bilder, obwohl es nicht seine besten Bilder sind. Was zuerst den Eindruck eines anspruchslosen Stilllebens erweckt, scheint doch in Beziehung zu stehen nicht nur zu Picassos früherer Karriere, sondern auch zu der Kunst des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Es gibt einen interessanten Zusammenhang mit Picassos eigenen Stillleben aus dem Jahre 1908. Aber der Zusammenhang geht noch weiter zurück, bis zu den Stillleben von Cézanne. Dies scheinbar so stille Stillleben, das anfangs so gesetzt wirkt, hat viel von Cézanne. Der Krug zum Beispiel wirkt geschwollen, oder besser, er schwillt vor unseren Augen an. Dasselbe gilt für den Henkel und das Gießmaul. Beide scheinen sonderbar lebendig. Paintings like those
Diese 1920 entstandenen Bilder, diese beiden Knaben, die da sitzen und schrecklich unglücklich dreinschauen, sie erinnern an die kitschigen Bilder der blauen Periode. Das Gefühl bei Picasso ist tief und echt und er ist sehr selten kitschig. Eigentlich nur, wenn er sich so Fragen stellt wie, was werde ich denn machen? Und dann so mit Verallgemeinerungen über das Leben kommt, eben das bisschen Kitsch. Generalizations but isn't about life. Wie er sich als Vater sah, als sein Sohn geboren wurde, war ziemlich unausgegoren. Und ich finde, dass die Bilder von dem kleinen Jungen auf dem Esel oder in dem Pierrot-Kostüm gar nicht zärtlich sind, sondern eher schauerlich. Vielleicht ist das eine Übertreibung, aber ich glaube, dass immer wenn ein Harlekin bei Picasso auftaucht, der Künstler gewissermaßen seine eigene Persönlichkeit projiziert. Von Anfang an, als er in Paris Café-Szenen malte oder zeichnete, oft in den kubistischen Jahren, wenn Spielkarten oder Strichmännchen auftauchten, und dann in den 20er Jahren die Figur des Harlekin in den drei Musikanten, sind solche Figuren als Projektion von Picasso selbst ausgelegt worden. Vielleicht ist es auch eine Art Selbstdarstellung, wenn er seinen Sohn Paolo malt, wie er kindlich gedankenlos vor sich hinkritzelt, aber mit einer Art Ernsthaftigkeit, als suche Picasso sich selbst in dem Bild seines Sohnes. His own person, his work, everything was one. Even the people who surrounded him and seine Person und seine Arbeit, das war alles eins. Dazu gehörte auch seine Umgebung. Er erzählte gern die Geschichte von einem Renaissance-Bildhauer, Bernard Parisi, der Stillleben lasieren wollte und Schwierigkeiten hatte, das Feuer nicht ausgehen zu lassen. Schließlich hat er seine ganzen Möbel verheizt. Daran hatte Pablo den größten Spaß. Er sagte, wenn ich Bernard Palissy gewesen wäre, hätte ich da nicht Halt gemacht. Ich hätte meine Frau verheizt. Und wenn das nicht ausgereicht hätte, mich selbst auch. Das war seine Einstellung. Kunst ist nicht etwas, was man ausübt, sondern man ist die Kunst und umgekehrt. Diese Identifikation war bei ihm absolut. Passte sich an wie ein Chamäleon. Er konnte sich den Stil von Toulouse-Lautrec aneignen. Ebenso wie den von Degas. Oder irgendeinem der anderen impressionistischen Meister, die in Paris arbeiteten. Und das Erlernte vermischte sich mit seiner akademischen Ausbildung und seinem spanischen Erbe. Der Weg zu seiner eigenen Vision lag vor ihm. In fact, until 1901 begann er den Stil zu entwickeln, der der Nachwelt, ja beinahe jedem Kind, als blaue Periode bekannt ist, so dass man heute sagt, das ist Picasso. Die Farbe Blau deutet eine weltfremde Atmosphäre an, den Verzicht auf Freuden und Luxus. Die Modelle, die Picasso sich während der blauen Periode ausgesucht hat, sind beinahe immer die Ärmsten der Armen. Menschen,
die Picassos eigene Armut zu dieser Zeit widerspiegeln, die Ausgestoßenen und Außenseiter der Gesellschaft. Als Picasso 1904 hierher zog, hatte Montmartre schon eine etablierte Tradition. Schon damals hatten sich viele Künstler hier angesiedelt. Im Bateau-Lavoir, einem Gebäude, das aus Ateliers bestand, ging die Tradition bis auf Gauguin und Van Gogh zurück. Es ist nicht mehr viel übrig vom Bateau-Lavoir, außer der Legende. Hier war Picasso arm, wirklich arm. Das Bateau-Lavoir muss faszinierend gewesen sein. Es war so gebaut, dass es jeden Augenblick abstürzen konnte. Direkt am Montmartre, so dass man von oben hineinging. Picassos Atelier war im obersten Stockwerk, man ging geradeaus hinein. Es wird wohl ziemlich klein gewesen sein und voller Bilder. Packed with pictures, and he made friends with the French poet Max Jacob. Er freundete sich mit einem französischen Dichter an, Max Jacob, der ihn von Anfang an verstand. Die Freundschaft weitete sich auf andere Dichter aus, insbesondere auf Guillaume Apollinaire, der einen ebenso großen Einfluss auf Picasso ausübte wie Picasso daher. Und damit ist der Fall dann erledigt. Das bringt den Beweis, dies soll die tatsächliche, nüchterne Oberfläche des Bildes sein. Und Collage war der Wendepunkt im Kubismus. Eine Folge der Erfindung der Collage ist das Gefühl, dass ein Bild zuerst auf einen flachen Hintergrund gebügelt wird, aus dem dann die Figuren herausspringen wie in Kinderbüchern, aus denen sich Pappfiguren erheben, wenn man sie öffnet. Diesen Stil trieb Picasso voran in den Konstruktionen, die er 1912 mit absolut revolutionären Resultaten begann. Er setzte sich von dem Monolithen ab, dem großen Steinblock, der während Jahrtausenden der Ursprung jeder Skulptur gewesen war, nicht nur im Westen. Der afrikanische Bildhauer nimmt einen Baumstamm her und flacht ihn irgendwo ab. Und da, wo er ihn abgeflacht hat, ist der Ausgangspunkt von dem, was er dann macht. Gewissermaßen hat Picasso das übernommen. Und weil er die Materialien benutzt, die er ausgesucht hat, Papier und Blech, vermittelt er eine Art Lockerheit, Transparenz und Offenheit. Und deshalb, behaupte ich, konnte er plötzlich zum Beispiel eine Gitarre nehmen und sie in ihre Bestandteile auflösen. Das war so etwas wie der Anfang der modernen Skulptur, der Ausgangspunkt der modernen Skulptur. Der russische Konstruktivismus entstand daraus. Giacomettis Vorkriegsskulpturen gehen darauf zurück. David Smith hat alles daraus geschöpft und nach Smith Carroll. Er hat meine Arbeitsweise erfunden. When you say, wenn man sagt, Skulptur des 20. Jahrhunderts, dann ist der große Wendepunkt Picasso 1912. Nach dem Ausbruch des Weltkrieges 1914 gingen die kubistischen Jahre ihrem Ende entgegen. Darüber, ob diese Zeit Picassos beste war, wie manche meinen, kann man leidenschaftlich diskutieren. Aber die Kraft der Explosion, die stattgefunden hatte, hallt noch nach. Man könnte sagen, dass in späteren Jahren Picasso selbst von seiner kubistischen Periode beeinflusst wurde. Zum Beispiel seine späten Skulpturen, ideologisch gesehen beinahe gar nichts vor. Die Figuren haben eine Art Neutralität erreicht. Einen Augenblick der Stille, der, wie so oft bei Picasso, nur die Ruhe vor dem Sturm ist.
Denn innerhalb von knapp 2 Jahren wird Picasso die weltbewegenden Demoiselles d'Avignon malen. Mais ça n'est pas un surgissement violent, les Demoiselles d'Avignon. Quand on regarde le développement de la période rose. Die Demoiselles d'Avignon waren kein plötzlicher Ausbruch. Wenn man die Entwicklung der Rosa-Periode verfolgt, die Verformung der Formen, die Stilisierung, ist das alles nur eine Vorschau auf dieses Bild. Eines Tages lud Picasso seine Freunde in sein Atelier ein und zeigte ihnen die Demoiselle. If anybody took a vote about which painting was the first real. Wenn jemand sich die Mühe machte, eine Abstimmung zu veranstalten, welches wirklich das erste Gemälde des 20. Jahrhunderts sei, nehme ich an, dass das Ergebnis einstimmig wäre. Die Demoiselle d'Avignon von 1907. Auf den ersten Blick war das Bild so ungeheuer hässlich, so bestürzend, dass beinahe niemand, auch die aufgeschlossensten Künstler nicht, damit fertig wurden. Man sagt, dass Matisse dem Bild mit grimmiger Feindschaft gegenüberstand. Braque war gerade von einer Reise nach Lestat zurückgekehrt und die Grausamkeit des Bildes veranlasste ihn zu der berühmten Bemerkung, es ist, als zwänge man uns Petroleum zu trinken und dann ein brennendes Streichholz zu schlucken. That's an extraordinary picture. Es ist ein außerordentliches Bild. Gewissermaßen beginnt damit der Kubismus. Ich kann mich nicht in den Künstler versetzen, der das Bild gemalt hat. Wie war das 1907 möglich? In fact, if you look at details of the painting. Ja, wenn man die Details anschaut, erkennt man das Klecksen und Spritzen der Farben, das sozusagen die Maltechnik der abstrakten Expressionisten der späten 50er Jahre vorwegnimmt. Die Demoiselle hatten einen Einfluss auf die amerikanische Malerei, ganz bestimmt. Ich weiß, dass es Pollock ganz besonders beeinflusst hat. Er hat es oft und konzentriert angeschaut. Pollock sagte, es ist... Sein Leben ist zu Ende, auch sein Werk. Man kann beginnen, es als Ganzes zu betrachten. Es ist etwas ganz anderes, Picasso in den 80er Jahren zu begegnen, als in den 20er Jahren, nicht wahr? Natürlich. Picassos Nachlass gehört jetzt zu unserem westlichen Erbe. Die Aufgabe, es zu bewerten, ist eine enorme Herausforderung. Aber es ist schrecklich schwierig, irgendwelche Regeln über Picasso aufzustellen. Das ist es auch, was an Picasso Spaß macht. Seine Unverschämtheit, sein Mut, das ist unschlagbar an ihm. Es gibt niemanden, der seine ganze künstlerische Persönlichkeit so verschiedenartig und schnell ändern konnte wie Picasso. Wie hat Picassos Vielfalt die Kunst unserer Zeit beeinflusst? Andere Künstler finden keine gemeinsame Antwort auf diese Frage. Doch, er war sicherlich das Symbol für die Freiheit. Das Symbol für die Kühnheit innerhalb des Tuns. Nicht nur bei den Künstlern, sondern auch innerhalb der Bevölkerung. Die Persönlichkeit von Picasso ist ja tatsächlich bis an die Basis gegangen, könnte man sagen, sodass jeder Mensch ihn kennt. Er war auch das Symbol für die Moderne überhaupt. Ich werde über seine Kunst sprechen, wobei ausgewählte Werke den Eindruck des Ganzen vermitteln sollen. Aber viele werden sagen, dass das Werk nur im Zusammenhang mit Picasso, dem Künstler, gesehen werden kann.
la connaissance de son œuvre a été tout à fait gênée, à mon avis, et occultée par le mythe. Sein Werk wurde von dem Mythos des Menschen, der er war, in den Schatten gestellt. Die Machtposition, die er innehatte, war quälend für seine Zeitgenossen, weil er nicht nur die Kunstszene beherrschte, sondern auch den Markt. Für jüngere Maler war das ein Problem. Pour les artistes qui suivent, ça posait effectivement un problème de pouvoir. Je crois que Picasso fait peur parce que ich glaube, dass man sich vor Picasso gefürchtet hat. Er hat mehrere Generationen von Malern völlig erdrückt. Er war ein Mensch, der die Malerei, die Geschichte der Malerei und auch die gegenwärtigen Künstler aufsaugte. Ich habe unter dem Mythos von Picasso gelitten. Die Farbe Blau deutet eine weltfremde Atmosphäre an, den Verzicht auf Freuden und Luxus. Die Modelle, die Picasso sich während der blauen Periode ausgesucht hat, sind beinahe immer die Ärmsten der Armen. Menschen, die Picassos eigene Armut zu dieser Zeit widerspiegeln, die Ausgestoßenen und Außenseiter der Gesellschaft. Als Picasso 1904 hierher zog, hatte Montmartre schon eine etablierte Tradition. Schon damals hatten sich viele Künstler hier angesiedelt. Im Bateau-Lavoir, einem Gebäude, das aus Ateliers bestand, ging die Tradition bis auf Gauguin und Van Gogh zurück. Es ist nicht mehr viel übrig vom Bateau-Lavoir, außer der Legende. Hier war Picasso arm, wirklich arm. Das Bateau-Lavoir muss faszinierend gewesen sein. Es war so gebaut, dass es jeden Augenblick abstürzen konnte. Direkt am Montmartre, so dass man von oben hineinging. Picassos Atelier war im obersten Stockwerk, man ging geradeaus hinein. Es wird wohl ziemlich klein gewesen sein und voller Bilder. Packed with pictures. And he made friends with the French poet Max Jacob. Er freundete sich mit einem französischen Dichter an, Max Jacob, der ihn von Anfang an verstand. Die Freundschaft weitete sich auf andere Dichter aus, insbesondere auf Guillaume Apollinaire, der einen ebenso großen Einfluss auf Picasso ausübte wie Picasso auf ihn. Poetry certainly was extremely important to him. Für Gedichte war Picasso besonders empfänglich und sie bedeuteten ihm viel. Manchmal erregte ein einziges Wort seine Fantasie und wurde zum Anstoß eines Bildes. Wenn Apollinaire oder Max Jacob das Bild sahen, konnte es sein, dass sie es ganz anders auslegten. Wahrscheinlich waren Apollinaire und Max Jacob die ersten Dichter, die ihm mit ihren Worten ein Bild von sich selbst gaben. Diese beiden entdeckten gelegentlich Absichten in seinen Bildern, die er vielleicht gar nicht gehabt hatte, was ihn überrascht haben muss. Ich würde sagen, dass ihn diese Gespräche manchmal zum nächsten Bild inspirierten. So fand er zum Beispiel den Übergang von der einfachen Darstellung des Repas Frugal oder eines blinden Gitarrenspielers zu dem Bild, das wir als Saltimbanque, die Gaukler, kennen. Macht das Werk Picassos eine robuste Sprache elementarer Massen und Formen. Aber wer nun den Kubismus erfand und wann, darüber wird ewig weiter diskutiert werden. Picasso allein war es nicht. Mit Sicherheit wurde seine Vision von den lose schwebenden Ebenen des damals schon verstorbenen Cézanne beeinflusst, in dessen künstlerischer Laufbahn man sagen könnte, dass sie dem Punkt zustrebte, an dem Picasso jetzt stand. Und die langsame Explosion wurde genährt von den Besuchen, die sich Picasso und sein Nachbar Georges Braque gegenseitig abstatteten. Ich kann nicht beurteilen, ob Picasso oder Braque den Kubismus erfunden hat. Ich ziehe es vor, zu glauben, dass es eine gemeinsame Erfindung war. It is very difficult for the sharpest Cubist connoisseur. Selbst für den gewieftesten Kenner, sogar wie man sagt für Picasso und Braque selber, war es schwierig, den Unterschied zwischen ihren Arbeiten wahrzunehmen. Ungefähr 1910 und 11 sahen sich ihre Bilder zum Verwechseln ähnlich.
Dieses Phänomen war schon einmal in der Geschichte der modernen Kunst aufgetreten. Während der Blütezeit des Impressionismus, als Meister wie Renoir und Monet von derselben Stelle aus Bilder malten, die beinahe gleich aussahen. Braque selbst hat einmal gesagt, dass er und Picasso aneinander angeseilt waren wie Bergsteiger. Und wenn man eine Reihe dieser Bilder von Braque und Picasso betrachtet, hat man das Gefühl, dass keiner der beiden Künstler wirklich wusste, auf welchem Wege er oder der andere sich befand. Die Sprache wurde immer eigenartiger und schwieriger, beinahe so, als genüge einer nicht, als wären zwei Künstler notwendig, um die Kunst zu erfinden, aus der die Sprache der Kunst des 20. Jahrhunderts entstehen sollte. Cubism is the source. That's it. And it's the underlying discipline. Ich würde sagen, dass der Kubismus die Quelle ist, die grundlegende Disziplin. Er ist eine Art Wertmesser, das Grundprinzip aller hochentwickelten abstrakten Malerei, aller hochentwickelten abstrakten Skulptur. Viele der Worte, die wir gebrauchen, um den Kubismus zu analysieren, erwecken einen kalten, formellen, mathematischen Eindruck. Gleichwohl, wenn wir uns dazu bringen, so zu sehen, wie Picasso im Jahre 1910 die Dinge gesehen hat, spüren wir etwas Geheimnisvolles, einen Hauch von Dingen, die auftauchen und verschwinden, wie aus der Tiefe der Erinnerung. Beobachten wir zum Beispiel, was Picasso tat, als er das Porträt eines deutschen Kunsthändlers Das Bateau-Lavoir muss faszinierend gewesen sein. Es war so gebaut, dass es jeden Augenblick abstürzen konnte. Direkt am Montmartre, so dass man von oben hineinging. Picassos Atelier war im obersten Stockwerk, man ging geradeaus hinein. Es wird wohl ziemlich klein gewesen sein und voller Bilder. Er freundete sich mit einem französischen Dichter an, Max Jacob, der ihn von Anfang an verstand. Die Freundschaft weitete sich auf andere Dichter aus, insbesondere auf Guillaume Apollinaire, der einen ebenso großen Einfluss auf Picasso ausübte wie Picasso auf ihn. Poetry certainly was extremely important to him, and for that he really had a great sensitivity. Für Gedichte war Picasso besonders empfänglich und sie bedeuteten ihm viel. Manchmal erregte ein einziges Wort seine Fantasie und wurde zum Anstoß eines Bildes. Wenn Apollinaire oder Max Jacob das Bild sahen, konnte es sein, dass sie es ganz anders auslegten. Wahrscheinlich waren Apollinaire und Max Jacob die ersten Dichter, die ihm mit ihren Worten ein Bild von sich selbst gaben. Diese beiden entdeckten gelegentlich Absichten in seinen Bildern, die er vielleicht gar nicht gehabt hatte, was ihn überrascht haben muss. Ich würde sagen, dass ihn diese Gespräche manchmal zum nächsten Bild inspirierten. So fand er zum Beispiel den Übergang von der einfachen Darstellung des Repas Frugal oder eines blinden Gitarrenspielers zu dem Bild, das wir als Saltimbanque, die Gaukler, kennen. Ende 1903 ist diese durchdringende Melancholie in Blau beinahe verschwunden. Und 1904/5 bringen einen neuen Farbton, der der Rosa-Periode in Picassos Werk seinen Namen gegeben hat. Bei der Betrachtung von Picassos frühen Werken bis 1906 ist die Frage berechtigt, ob er zu dieser Zeit im Hauptstrom der modernen Malerei mitschwamm. Dieses Bild malte er im Sommer 1905, kurz vor dem großen Salon der Fauve im Herbst dieses Jahres. Hierfür hatte sich eine Gruppe Pariser Maler zusammengetan, wie Matisse, Derain, Flaminck, in deren Bildern die Farben des Regenbogens explodierten. In dieser Hinsicht zumindest war die Arbeit von Picasso etwas isoliert von dem, was an bedeutender Malerei in Paris geschaffen wurde. Die Auftauchen und Verschwinden wie aus der Tiefe der Erinnerung.
Beobachten wir zum Beispiel, was Picasso tat, als er das Porträt eines deutschen Kunsthändlers Wilhelm Uhde malte. Diese kubistischen Bilder erinnern uns an die Jahre von Monets Spätimpressionismus, als Kathedralen, Heuhaufen oder wilde Lilien geisterhaft hinter den bemalten Oberflächen lauerten. Bei Picassos Arbeit handelt es sich, wie üblich, um die Transformation von Formen, die stattfindet, wenn die Außenwelt auf das innere Auge stößt. Die Wirklichkeit wird zermahlen, aber sie geht nicht verloren. Während seiner kubistischen Periode, als seine Werke sehr beherrscht, sehr geometrisch und sehr begriffsabstrakt erschienen, hat Picasso immer gesagt, das wäre für ihn nur das Mittel zu einem Zweck, der viel ekstatischer war. Wenn man beispielsweise einen Kristall betrachtet, die Kristallformation eines Amethysten, so entfernt man sich von der Natur und gerät in eine Art Ekstase, in einen Taumel. Wo das Auge auch auf diesem Bild landet, wird es einem plötzlich klar, dass das, was man zu sehen glaubt, im Widerspruch zu etwas anderem steht. Diese rechteckige Form, die die Struktur des Kamins andeutet. Einerseits ist sie hinter Udes Kopf, andererseits geht sie in das Ohr über, sodass sie vor unseren Augen die Ebenen wechselt. Die Folge für die traditionelle Perspektive ist verheerend. Am Anfang des Jahrhunderts, also die deutschen Expressionisten, die blauen Reiter, dass sein Kubismus Einfluss hatte auf die Deutschen, das glaube ich. Und danach auch, aber da bin ich überfragt. Der Einfluss ist so indirekt, der ist so wie selbstverständlich da, der Einfluss. Ich kann ihn nicht nachweisen, dass bestimmte Künstler unter einem ganz bestimmten Einfluss standen. So wie bei den russischen Konstruktivisten, die in Paris waren, Picasso besucht haben und dann das weiterentwickelt haben, den praktisch radikalisiert haben, diesen Kubismus, Malevich. Aber Deutschland hat ja da auch eine besondere Rolle gehabt durch die Nazi-Zeit. Es ist einer der Gemeinplätze der Picasso-Kritik, dass der Meister immer Realist war. Tatsächlich kehrte die Wirklichkeit 1912 schlagartig in die Sprache des Kubismus zurück. Lauter Kram, den man auf den Müll werfen würde, wurde plötzlich Rohmaterial für eine neue Art von Kunst. Diese Collage aus dem Jahr 1914 ist ein besonders witziges Beispiel. Man darf nie vergessen, wie witzig viele dieser Bilder sind. Und hier wirft sich Picasso quasi als Zauberkünstler in die Brust, weil er aus beinahe nichts ein Stillleben fabrizieren kann. Da ist ein billiges Tapetenmuster, das jeden ärgern würde, der sich die Mühe gemacht hat, einen dekorativen Hintergrund zu malen, wie zum Beispiel Cézanne oder Matisse im späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Und dann als Gipfel der Beleidigung hat er es gewagt, unten im Bild seinen Namen auf ein nachgemachtes Namensschild zu setzen, als ob er das Bild dem Louvre zugewiesen hätte. Ich glaube, dass Braque der Erste war, der um 1910 gedruckte Buchstaben in seinen Bildern verwendete. Das war der Ursprung der Collage. Mir scheint, dass Picasso die Bedeutung sofort erkannte. Druckbuchstaben betonen die Flachheit der Bildebene. Und als nächstes nimmt man Zeitungsschnitzel oder vorgetäuschte Strukturen und so weiter her. Und damit ist der Fall dann erledigt. Das bringt den Beweis, dies soll die tatsächliche, nüchterne Oberfläche des Bildes sein. Und Collage war der Wendepunkt im Kubismus. Collage war der Wendepunkt im Kubismus.
Eine Folge der Erfindung der Collage ist das Gefühl, dass ein Bild zuerst auf einen flachen Hintergrund gebügelt wird, aus dem dann die Figuren herausspringen wie in Kinderbüchern, aus denen sich Pappfiguren erheben, wenn man sie öffnet. Diesen Stil trieb Picasso voran in den Konstruktionen, die er 1912 mit absolut revolutionären Resultaten begann. Er setzte sich von dem Monolithen ab, dem großen Steinblock, der während Jahrtausenden der Ursprung jeder Skulptur gewesen war, nicht nur im Westen. Der afrikanische Bildhauer nimmt einen Baumstamm her und flacht ihn irgendwo ab. Und da, wo er ihn abgeflacht hat, ist der Ausgangspunkt von dem, was er dann macht. Gewissermaßen hat Picasso das übernommen. Und weil er die Materialien benutzt, die er ausgesucht hat, Papier und Blech, vermittelt er eine Art Lockerheit. Manchmal erregte ein einziges Wort seine Fantasie und wurde zum Anstoß eines Bildes. Wenn Apollinaire oder Max Jacob das Bild sahen, konnte es sein, dass sie es ganz anders auslegten. Wahrscheinlich waren Apollinaire und Max Jacob die ersten Dichter, die ihm mit ihren Worten ein Bild von sich selbst gaben. Diese beiden entdeckten gelegentlich Absichten in seinen Bildern, die er vielleicht gar nicht gehabt hatte, was ihn überrascht haben muss. Ich würde sagen, dass ihn diese Gespräche manchmal zum nächsten Bild inspirierten. So fand er zum Beispiel den Übergang von der einfachen Darstellung des Repas Frugal oder eines blinden Gitarrenspielers zu dem Bild, das wir als Saltimbanque, die Gaukler, kennen. Ende 1903 ist diese durchdringende Melancholie in Blau beinahe verschwunden. Und 1904, 5 bringen einen neuen Farbton, der der Rosa-Periode in Picassos Werk seinen Namen gegeben hat. Bei der Betrachtung von Picassos frühen Werken bis 1906 ist die Frage berechtigt, ob er zu dieser Zeit im Hauptstrom der modernen Malerei mitschwamm. Dieses Bild malte er im Sommer 1905, kurz vor dem großen Salon der Fauve im Herbst dieses Jahres. Hierfür hatte sich eine Gruppe Pariser Maler zusammengetan, wie Matisse, Derain, Flaminck, in deren Bildern die Farben des Regenbogens explodierten. In dieser Hinsicht zumindest war die Arbeit von Picasso etwas isoliert von dem, was an bedeutender Malerei in Paris geschaffen wurde. In vielen der Bilder, die Zirkusfamilien darstellen, scheint aus der blauen Periode etwas jugendlich schüchtern Zurückhaltendes zurückgeblieben zu sein. In anderen geht, psychologisch gesehen, beinahe gar nichts vor. Die Figuren haben eine Art Neutralität erreicht, einen Augenblick der Stille, der wie so oft bei Picasso nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Denn innerhalb von knapp 2 Jahren wird Picasso die weltbewegenden Demoiselles d'Avignon malen. Die Demoiselles d'Avignon waren kein plötzlicher Ausbruch. Wenn man die Entwicklung der Rosa-Periode verfolgt, die Verformung der Formen, die Stilisierung, ist das alles nur eine Vorschau auf dieses Bild. Bonjour.